Danke nochmals für die Einladung. Ja, ich bin jetzt auf Deutsch kurz geswitcht, nachdem der Martin das Intro dazu gemacht hat und möchte euch ein paar Sachen zeigen. Vielleicht, was ich in den nächsten 30 bis 40 Minuten euch zeigen möchte, ist ein bisschen so, wie komplex eine Customer Journey ist und was sind vielleicht wichtige Teile, um eine Customer Journey zu berücksichtigen, also sei es von Daten, Content, Inszenierung. Es setzt ein bisschen das, was wir tun als Media for More, auch ein bisschen darauf, was die Irene vorher gesagt hat, mit wen möchte ich überhaupt ansprechen, was ist meine Zielgruppe. Das ist es eigentlich auch, was wir in den letzten Jahren als Media for More, uns gibt es jetzt seit 2003 mittlerweile, ich selber mache über 20 Jahre Online-Marketing, und wir haben uns eben darauf spezialisiert, denn wenn jemand weiß, was seine Zielgruppe ist, dass wir auf digitalen Wege die Informationen zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Leute und die Botschaft heranbringen. Und in den mittlerweile 20 Jahren haben wir natürlich sehr, sehr viele Kommunikationsmaßnahmen gesehen im digitalen Bereich. Vieles, was gekommen ist, um wieder zu gehen. Und vieles, was natürlich auch gekommen ist, um auch vielleicht dann auch für uns alle auch wieder zu bleiben. Direkt der Einstieg dazu zum Thema Customer Journey. Und zwar die Frage ist, müssen wir uns nicht angesichts der ganzen Entwicklungen und Veränderungen der letzten Monate oder auch Jahre nicht ein paar tiefer gehende Frage stellen? Und zwar einfach nur den frontalen Blick nach vorne, ohne nach links und rechts zu schauen, einfach nur einfache Botschaften zu transportieren, oder muss man doch ein bisschen weiterdenken oder vielleicht sogar auch ein bisschen querdenken? Das heißt, die Kommunikationsmodelle haben sich ja in den ganzen Jahren dramatisch verändert. Ja. Sind immer schneller geworden durch die Technologien, die entwickelt worden sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, stehen wir an einer Schwelle einer komplett neuen Werbe- und Dialogstrategie? Das heißt, stimmt eigentlich die Sichtungsweise, die wir haben, und die Darstellung der Kommunikation für uns selber überhaupt noch? Haben sich die Produkte und die Konsumenten eigentlich genauso wie die Produkte und die Informationsmöglichkeiten entwickelt oder vielleicht sogar weiterentwickelt? Und kann man Markenführung überhaupt noch so sehen, wie man sie traditionellerweise gesehen hat, oder hat sich da nicht auch einiges verändert? Und das ganze Zusammenspiel der verschiedenen Inhaltsstoffe, also wie bei einem Rezept, beim Kochen, das ist eigentlich die große Herausforderung der neuen Zeit. Und die Frage ist, wie schafft man jetzt die ganze Orchestrierung dieser Themen? Also wie bringt man ein gutes Menü zusammen, das nicht nur dem Koch schmeckt, sondern auch meiner Zielgruppe und den Personen? Und diese Wege der Customer Journey zu dekodieren, steht zu unserer Meinung nach vier Punkte im Mittelpunkt. Das eine ist die Idee. Das zweite ist der Content. Das dritte ist die Inszenierung und die Darstellung. Und dann natürlich auch die klassische Datenanalyse. Und die Frage natürlich auch, wie spielen klassische Medien in diesem ganzen Menü mit? Und das sind natürlich sehr viele Fragen, die hier aufgetaucht sind. Und ich möchte euch hier ein bisschen versuchen, Ideen zu geben, was man vielleicht berücksichtigen kann im Thema Customer Journey. Es ist natürlich jetzt schon ein bisschen ein alter und gegessener Hut, dass Corona und Covid-19 das Ganze uns einen Digitalisierungsschub gebracht hat. Also wir haben, glaube ich, die Digitalisierung ist um viele Jahre schneller vorangegangen, als was wir uns eigentlich gedacht hätten. Und einige der Folgen werden natürlich auch bei uns bleiben. Also das heißt, Homeoffice, Produkte zu Hause bestellen, Meetings, die nicht immer persönlich sein sollen. Ich habe heute gelesen, dass Gurkerl.at als Lebensmittel-Online-Shop hat, das nächstes Jahr Billa zu überholen. Die haben mittlerweile über 1.500 Bestellungen pro Tag im Zustellbereich. Also da hat sich auch einiges verändert. Und die große Herausforderung ist dabei jetzt nicht nur die Digitalisierung der bestehenden Kommunikationsmaßnahmen, sondern eigentlich das ganze Management im Unternehmen, die organisatorischen Maßnahmen und die Einflüsse auf die Kommunikation darauf im Auge zu behalten. Natürlich gibt es weiterhin Markenprägung und Vertrauen, aber was schon ist, die Konsumenten wechseln immer öfters die Marke und die Partner, und die Treue nimmt eigentlich merkbar ab.
Dadurch bekommen natürlich andere Marken und Möglichkeiten am Markt wie Influencer, Apps und so weiter die Chance, sich zu etablieren und vielleicht sogar ganze Branchen zu verändern oder sogar revolutionieren. Wenn man sich anschaut, N26 im Finanzbereich, die haben es einfach geschafft, den letzten Meter zum Kunden neu zu konzipieren und damit ein ganz neues Einkaufs- und User-Erlebnis zu schaffen, was bis dato eigentlich schwer vorstellbar. Der Weg ist jetzt dorthin ist natürlich kein einfacher und auch nicht über die Digitalisierung simpler geworden. Er läuft über immer mehr unterschiedliche Kanäle und die Einflussfaktoren ändern sich auch. Was heißt das? Es ist mittlerweile so, dass 9,3 Touchpoints notwendig sind, damit ein deutscher User im Schnitt ein elektronisches Produkt kauft. Und das sind eigentlich fast schon fast-moving Consumer Goods. Jeder weiß von uns, wie oft man früher einen Fernseher getauscht haben, wie oft man jetzt Handys tauscht, wie oft Drucker getauscht werden. Und der Weg dorthin, damit jemand etwas kauft, ist auch kein durchgängiger, geradliniger Weg mehr, sondern der User wird in seiner Customer Journey durch viele verschiedene Angebote abgelenkt. Und da geht es eben darum, mit einer intelligenten Customer Journey Konzeption die Leute wieder zu aktivieren. Ein ganz großer Punkt, der bei Corona ist, ist die Sicherheit. Ja, die Digitalisierung hat auch das Bedürfnis zu mehr Sicherheit und zugleich auch zu mehr verhaltens- und basierten und relevanten Informationen geführt. Das erleben wir natürlich auch in unserem täglichen Leben und auch zum Beispiel im Tourismus. Überall dort, wo es Kontakte und Kontaktmöglichkeiten sind, sind natürlich dadurch auch neue Ansätze für Kommunikationsstrecken da. Das heißt, die Dialogkommunikation übernimmt ja dann teilweise auch die Steuerung von Besucherströmen, wie zum Beispiel Alternativangebote zu bereits ausgebuchten Tickets, zum Beispiel für den Eislaufplatz. Dann kann ich Familienkarten anbieten für das Erlebnishallenbad. Und die Journeys übernehmen dabei immer mehr über den Service-Dialog für Bestätigungen, Ankündigungen, Erinnerungen oder Bewertungen und so weiter. Und diese schaffen natürlich ein ganz, ganz großes Vertrauen bei den Usern. Das heißt, die Vernetzung von Kommunikation nach außen und Services wird immer mehr zur Pflichtübung und zur Notwendigkeit. Und die Vertrauensbildung, die findet heute in der Regel, also speziell im Tourismus, zum Beispiel in einer App statt, weil die dadurch direkte Touchpoints mit den Konsumenten gegeben sind. Und die Ideallösung schaut natürlich da aus, wenn ich über unterschiedlichste Einrichtungen mit einer Single Sign-On-Lösung arbeiten kann. Und dadurch habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten der User Experience. Das heißt, die Customer Journey wird dadurch unterstützt, dass der User ein viel, viel größeres Markenerlebnis hat und einen Single Point of Contact, um dort seine Kampagnen und seine Informationen zu erleben. Genau bei diesen Touchpoints findet nun das Zusammenspiel von Unternehmensmarkenführung und Kundenmarkenerlebnis statt. Ja. Und an diesen Touchpoints, da sollte auch das Branding dekodiert werden und das Markenversprechen auch seine Erwartungen erfüllen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn erst wenn ich eine durchgängige und laufende Storyline habe, die auf allen Kommunikationsebenen durchgängig ist, dann schaffe ich nämlich auch ein Bild, das die Erwartungshaltung erfüllt. Ein Beispiel aus dem Modebereich. Die Konsumenten gehen zum Beispiel zu Zara einkaufen, weil sie dort eine bestimmte Moderichtung und einen bestimmten Schnitt erwarten, wenn sie einkaufen gehen. Wenn sie das passende Stück finden, dann fühlen sie sich bestätigt und im Mindset wird die Marke einfach wieder das Hero da bleiben und ist weiter ganz oben. Aber wehe, was ist, wenn irgendein findiger Manager sagt, hey, ich ändere jetzt die Produktlinie? Dann hat der Konsument, erlebt dann vielleicht eine Enttäuschung, vielleicht nur einmal, die verzeiht er ihm, aber ein zweites Mal. Und dann besetzt er die Marke vielleicht mit einem negativen Effekt. Zuerst zweifelt er an seinen eigenen Körpermaßen. Ja? Also sagt, puh, wieso finde ich da auf einmal nichts mehr? Ja? Oder hat mein Geschmack sich verändert? Ja? Was ist da los? Und irgendwann bemerkt der User dann auch eben, dass die Marke sich eine neue Linie ausgedacht hat. Und das kann dann der Zeitpunkt des emotionalen Todes für die Marke sein. Und was ist das Learning dadurch für die Customer Journey? Es muss eine durchgängige Storyline mit aufeinanderbauenden Inhalten sein. Ja, das heißt, einzelne Maßnahmen sind hier der falsche Schritt. Die durchgängige Storyline, die abgestimmt ist, kann natürlich dazu führen, dass ich die Informationen und die Inhalte aufeinander anbaue und nicht mit den Fehler mache, dass ich mit einem
mit einer Aussage versuche, alles sofort zu kommunizieren. Ja? Das heißt, bewusst einen Schritt nach dem anderen planen. Und das ist dann eben der Grund für die Customer Centricity. Ja? Denn wenn der Customer Journey begleitet den Kunden und nicht umgekehrt. Also die soll nicht das Unternehmen führen, sondern soll eigentlich zu den Kunden hinkommen. Das heißt, die Journeys müssen rund um den Kunden gebaut werden und nicht das Unternehmen herum. Das hört sich jetzt sehr simpel an. Vielleicht ist es auch zu simpel, aber ich weiß einmal, versuchen ein bisschen anders auszudrücken. Und zwar das Verhalten des Konsumenten entscheidet über den weiteren Dialog. Ja? Wie der User sich verhält, das ist entscheidend. Das heißt, man muss eigentlich in der Kommunikation nach außen hin ein radikal umdenken und sich von dem eingleisigen, temporären Kampagnendenken ein bisschen lösen. Ich will meine Botschaft nach außen bringen, egal was passiert, ich setze das Ganze um. Natürlich benötigt man in Zukunft auch weiterhin Markenkommunikation, doch parallel dazu müssen viele weitere Customer Journeys oder andere Gedanken vorbereitet werden und auf Aktionen reagiert werden können. Denn dann kann ich reagieren, wenn der Kunde auf mich zukommt und einen Dialog auch auslöst. Ja? Und in Zukunft werden immer mehr und laufende Optimierungen im Rahmen von Always-On-Kampagnen passieren. Und diese Always-On-Kampagnen lösen natürlich auch viele Customer Journeys aus. Und dabei sollte man halt ganz wichtig daran denken, dass wir nicht von einem Dialog reden, der nur digital stattfindet. Ja? Denn wie ich vorher schon gesagt habe, beim Koch kommt es einfach auch darauf an, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Zutaten habe und die richtige Menge. Vielleicht jetzt immer aktueller Beispiel aus dem Autobereich. Wenn in Zukunft der Fahrer von einem Auto nur noch zum Passagier wird, weil das Auto von selber fährt, dann wird sich natürlich auch die Beziehung vom Menschen zum Auto verändern. Der Besitzgedanke, und man sieht das auch in den Angeboten, der wird schwinden. Der Gebrauchsgedanke wird natürlich massiv steigen. Und somit haben wir auch mehr Zeit im Auto für andere Dinge. Das heißt, das Auto wird immer mehr zum Digital Hub und kann für alle anderen Supporting-Möglichkeiten des Menschen. Es gibt somit immer neue Zutaten, wenn man von der Rezeptur bleibt. Und das heißt eben, das Gericht heißt nicht mehr Auto, sondern das Gericht heißt jetzt Mobilität. Aber was heißt das eben jetzt für uns, die wir im Marketing alle tätig sind? Bisher konnten die Marketer und konnte man den Aktivitäten immer auch selber steuern und beeinflussen. Also man ist wirklich am Fahrersitz gesessen und hat das Lenkrad in der Hand gehabt. Und wir waren stolz darauf, dass wir das auch gezeigt haben und zeigen könnten. Und mit der Marketing Automation oder Customer Journeys wird immer die Funktion des Digital Hubs im Marketing immer wichtiger. Das heißt, die Transformation bedeutet natürlich auch ein Umdenken bei den Planungen und bei den Verantwortlichen. Wie ich im Auto, wo ich in der Zukunft vielleicht nur noch die Zielkoordinaten eingebe und er sagt nur die Fahrtstrecke und ich sage, wähle A oder B aus und der Rest macht das Auto für mich, so werde ich auch in Zukunft vielleicht mit Customer Journeys nur noch meine Ziele eingeben und das Pflichtenheft formulieren. Den Rest sollte dann irgendwann einmal die künstliche Intelligenz mit der Kombination mit der Marketing Automation übernehmen. So wie im Auto werde ich dann nur noch die Fahrt kontrollieren, manchmal vielleicht auch die Strecke ändern oder vielleicht mir sogar zusätzliche Passagiere einladen. Ja. Das hört sich vielleicht wie ein bisschen sehr weite Zukunftsmusik ab, aber die Technologie hat sich ja sehr stark weiterentwickelt. Aber in Wahrheit stecken wir mitten in der Transformation, die auch Autofahrer nicht wirklich wahrhaben wollen oder, sagen wir vielleicht sogar die Marketer nicht wahrhaben wollen. Aber keine Angst vor diesem Ganzen, was vielleicht kommen könnte. Noch hat sich nicht alles verändert und man kann auch mit den bestehenden Maßnahmen sehr gute Journeys oder Menüs zusammenstellen. Die vier Sachen, die für uns wichtig sind oder aus unserer Meinung nach wichtig sind, ist die Idee. Und ich habe da ein Beispiel von Nice Shops, die im Bereich Human Resources, Mitarbeiterfindung eine Kampagne gemacht haben, wo es darum gegangen ist, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Es wird immer schwieriger, gute Leute zu finden. Und die Nice Shops hat ja zusammen mit Robert Seger eine kreative Idee entwickelt, wo die Kernbotschaft das zentrale Element der Kommunikation ist, die sowohl über Social Media verbreitet worden ist,
aber auch andere digitale Kunden genommen worden ist. Und die neue Darstellung als Arbeitgeber hat dazu beigetragen, um die Attraktivität als Arbeitgeber selber zu steigern. Ja, das geht halt über unterschiedliche Kanäle, das fängt bei Native an, geht über Audiences, Retargeting, das ist Videomarketing, was auch immer. Also man versucht hier über die unterschiedlichsten Kanäle dieselbe Kernbotschaft einzusteigen und dort rüberzubringen. Bevor ich dann noch tiefer auf die Struktur kurz eingehe, noch ein zweites Beispiel dazu. Das ist nämlich auch die zweite Zutat und das ist auch, wo die Irene sehr stark tätig ist. Das ist das Thema Content. Spannend Content darzustellen, nicht immer nur plakativ zu arbeiten, sondern auch mit redaktionellen Umfeldern und Inhalten, sodass der User informiert wird und in seinem ersten gewohnten Umfeld abgeholt wird. Das wird immer wichtiger. Es geht darum, nicht nur zu sagen, bang, jetzt kauf und komm zu mir und wenn er nicht sofort klickt und kauft, dann ist das kein wertvoller User, sondern ich versuche hier Informationen oder Leute auch abzuholen in ihrem gewohnten Umfeld über Content. Ein Beispiel dazu, zum Beispiel nur vom Wifi, weil das kennen vielleicht euch, einige von euch im Bildungsbereich. Die haben auch gesagt, die Wifi-Online-Tage, da geht es nicht darum, sofort zu sagen, komm, buch den Kurs, sondern haben über verschiedenste Content-Inhalte auf externen Plattformen ihre Möglichkeiten dargestellt. Und erst wenn der Content konsumiert worden ist, dann hat der User klicken können und dann ist er auch wirklich auf die Webseite gekommen und hat sich dort die Informationen abholen können. Und diese Darstellung des Contents ist nicht nur inhaltlich sehr wichtig, sondern das nächste ist auch die Inszenierung. Und das ist auch gleich die dritte Zutat, die wichtig ist im Customer Journey, und zwar von der Interesse bis zum Kauf. Jeder weiß, eine spannende Geschichte benötigt eine durchdachte Inszenierung. Ja, so wie man es kennt, spannende Serien, das kennt jeder von uns, die entstehen nicht einfach nur durch Zufall. Und das ist bei Customer Journeys genauso. Sie müssen spannend sein, sie müssen Lust auf mehr erzeugen. Und der nächste Klick, die intensive Beschäftigung damit oder eine andere Art von Reaktion damit, das ist unser ständiger Gradmesser in der Customer Journey. Also was kann der nächste erfolgreiche Schritt sein? Das beginnt mit den ersten Infos über ein Produkt, steigert sich in den einzelnen Phasen oder Szenen mit Infos zu Features, Produktdetails bis zu einem größeren Gesamtbild, bis wir dann zum Höhepunkt kommen, wo dann halt wirklich auch steht, kauf mich. Wir haben ja vorher gehört, dass wir bei circa 9,3 digitalen Kontaktpunkten sind, damit ein User sich für ein elektronisches Produkt entscheidet. Das heißt, wir müssen die Inhalte auch in kleinen Portionen geben. Ja? Von der ersten Information bis hin zum Showdown, die Entscheidung und der Kauf. Und wie man es bei Serien kennt, gibt es immer wieder zum Schluss noch den Hinweis auf die nächste Folge. Ja? Was kommt nicht noch Spannendes? Und das ist in unserem Fall im Marketing das, der Cross-Selling-Gedanke. Es ist so wie beim ersten Newsletter, da steht auch nicht immer alles drinnen, sondern ich baue einen Reiz auf, um Informationen zu geben, damit nach mehr Wissen verlangt wird und auch erwartet wird und damit der User zur nächsten Station kommt. Entschuldigung, zur Website, den Kontakt aufnehmen etc. Und nur dieser stufenweise Aufbau macht das Ganze spannend und macht auch wieder Lust auf mehr. Und der vierte Bereich und die vierte Zutat zu einer Customer Journey, zu einer erfolgreichen, ist die laufende Datensammlung und Analyse. Das heißt, welche Daten helfen mir in der Echtzeitkommunikation? Und das ist besonders wichtig in der Analyse bei einer Always-on-Kommunikation. Bei uns ist es auch so, wir haben in den vielen Jahren den Wandel dazu gemacht, dass immer mehr Kunden sagen, ich baue mir diese Customer Journeys in einer laufenden Kommunikation auf und setze darauf Kampagnen auf. Und da auch dann zu sehen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt dann da bin, wenn der User sich für das Produkt entscheidet. Denn wann dieser achte oder neunte Punkt in der Customer Journey ist, das kann ich nicht sagen. Und das muss nicht immer nur in den 4 Wochen meiner Kampagnen sein, sondern das kann auch viel, viel später sein in Entscheidungsprozessen. Und wenn ich dann nicht präsent bin und meine Marke aufgebaut habe, dann habe ich auch keine Chance, da weiterzukommen. Das heißt, ich muss für mich definieren, was sind für mich wichtige KPIs. Das fängt bei Öffnungsraten an,
Hat das Tageszeit, hat der Wochentag einen Einfluss? Hat die Warenkorbgröße, wie hat sich die verändert? Gibt es bestimmte Umfelder? Kann ich vielleicht mit einem besseren Angebot noch arbeiten? Bis hin natürlich, und da kommt auch die Technologie natürlich dann in den Einsatz, kann ich mit Dynamic Pricing zum Beispiel arbeiten? Also schaffe ich es auch, die Inhalte gut aufzubereiten. Ja? Ich traue mich jetzt nicht wirklich zu sagen, was das Wichtigste ist von diesen vier Punkten, denn ich glaube, dass der Mix aus dem Ganzen auch das entscheidend ist. Und das kommt also auf die Menge an und natürlich auf den Zeitpunkt drauf an. Ja, das heißt, passt das Produkt, passen die Inhalte, sind die gut aufbereitet und dann natürlich auch den passenden Weg zu finden. Ja, und das kann eben sein durch Planung oder auch eben, wie wir bei der Wifi-Kampagne sehen, wo im Hintergrund eine künstliche Intelligenz war, die das Ganze ausgesteuert hat und darauf reagiert hat, wie die Leute in welchen Umfeldern, zu welchem Zeitpunkt Interaktionen gezeigt haben und daran die Kampagne dann ausgesteuert hat. Das heißt, das Zusammenspiel von Push und Pull, die auf basaltensbasierten Dialogen spielen, das wird immer wichtiger. Ja? Und wichtig ist eben die Automatisierung, aber genauso wichtig ist es laufend die Zuführung von User und Daten und nicht einfach nur mit einem kleinen Segment zu arbeiten, sondern versuchen immer wieder neue Leute dazu zu bringen. Und wie ich vorher gesagt habe, bei den selbstfahrenden Autos benötigen wir auch verhaltensbasierte Customer Journeys und die brauchen natürlich mittlerweile sehr viel Technologie. Ja. Das heißt, kombiniert man lead-generierende Online-Aktivitäten mit einer laufenden Aktivierung und Reaktivierung der Konsumenten, dann gibt sich dadurch ganz schnell sehr, sehr komplexe Anforderungen. Und es gibt auch bei dem nächsten Vortrag zum Thema Conversion, das fällt da genauso rein. Also es spielt nicht nur die Zuführung von Daten eine ganz wichtige Rolle, sondern auch, wo schicke ich die Leute hin? Wie kann ich mit Landingpages arbeiten? Wie kann ich die optimieren? Was kann ich für einen Content machen? Welche Wege nutze ich auch dazu, um die Leute dorthin zu bringen? Also das fängt von E-Mail-Marketing an, Programmatic, Content-Marketing, die ganze Google- und Social-Media-Welt. Und irgendwann braucht man halt auch dann die Marketing-Automation dazu, weil sie die Ziele dann auch natürlich unterstützt. Ja. Und in dem Trichter hier sieht man eben, dass man von ganz unten, von der Aktion bis nach oben hin Awareness schaffen und Leute neu dazu zu bringen, das natürlich alles in einem Zusammenspiel mit der externen Kommunikation führt dazu, dass ich eine Customer Journey erfolgreich umsetzen kann. Was heißt das Ganze dann? Ja, erst die Vernetzung von Pull- und Push-Aktivitäten führt zur Lead-Generierung und zu einer höheren Kundenbindung und Profitabilität. Ja, warum? Weil mittlerweile 66% der Interaktionen werden heute von Kunden ausgelöst und erst 333% der Interaktionen durch Marketingmaßnahmen. Und man sieht es ja in Wahrheit daran, sind viele von euch mit Online-Marketing auch zu tun, wo basieren die Conversions? Die basieren in der Regel über Google oder Direktaufrufe, um es einmal ganz vereinfacht runterzubrechen. Und das sind alles Maßnahmen, wo der User selber die Interaktion ausgelöst hat. Die Frage ist nur, was sind davor für Maßnahmen gesetzt worden in diesen 9,3 digitalen Kontaktpunkten, damit die Leute dann hinten auch wirklich eine Interaktion auslösen. Ich habe euch da ein Beispiel dazu gemacht, was wir von einem aktuellen Kunden gesehen haben. Und da sieht man, dass man ganz schnell zu einer differenzierten Zusammenbetrachtung kommt. Also es ist ein Zusammenspiel von Zielgruppen mit Verhaltensdaten und hier in Kombination mit E-Mail-Marketing, wie schnell sich die Kommunikation auf und auch verbreitern kann. Das heißt, wie verhalten sich die User, was löst es aus? Und hier daraus resultierend exemplarisch, dann sieht man, dass zum Beispiel zwei Journeys einen dreistufigen Dialogprozess begleiten, der natürlich am Ende in einer geringeren Reichweite agiert, aber natürlich mit viel höheren Klickraten, in dem Fall waren es über 25% und hohen Abschlussquoten. Das heißt also, egal ob ich mit Newsletter, Banner oder dynamisierten Content arbeite, je mehr Automatisierung ich es schaffe einzuführen und je mehr Personalisierung, umso erfolgreicher kann ich natürlich auch arbeiten. Was ganz wichtig ist, das möchte ich hier auch noch zwischendurch sagen, Marketing Automation sind nicht Tools. Wir haben sehr oft die Erfahrung jetzt machen dürfen müssen, wie auch immer,
dass unter Marketing Automation sehr viel Technik verstanden wird. Technik ist ein Teil davon. Das ganz, ganz Wichtige, was davor ist, ist zu überlegen, was möchte ich überhaupt kommunizieren und wer ist überhaupt mit dabei und was kann ich für einen Content machen. Ansonsten funktioniert es nicht. Also nur ein Tool des Zweckes einzuführen, ist einfach zu wenig, weil sonst schaffe ich eben die Codierung der Customer Journey, wie ich da gesagt habe, oder wie ich es ja niedergeschrieben habe, einfach nicht zu entschlüsseln. Ja, das heißt, ich habe wirklich kontextbasierte Ansprachen bei den Kampagnen. Ich habe einen verhaltensbasierten Dialog. Und dann schaffe ich es auch, eine Customer-to-Business-Journey zu erreichen und nicht nur eine B2C-Kommunikation. Also nicht nur eine aktive Kommunikation vom Unternehmen hin zum Endkonsumenten, sondern auch in die andere Richtung, dass wirklich das Ganze sich in eine Customer-to-Business-Kommunikation macht. Und das ist auch das, was für uns zusammengefasst das Wichtigste ist. Der Mix macht es aus. Von der Idee, vom Content, die Inszenierung und daraus dann auch dann wirklich die Datenanalyse zu machen und erfolgreiche Kampagnen auch umzusetzen. Und überlegt euch immer von Anfang an, was ist der Zweck, was ist der Ziel dazu, wie die Irene auch vorher gesagt hat, wen möchte ich überhaupt erreichen? Und wir haben jetzt auch schon Fälle gehabt, wo man aufgrund der, wir haben ein Vier-Phasen-Modell zum Beispiel, aufgrund der ersten Phase draufgekommen ist, dass Marketing Automation nicht unbedingt für das Unternehmen das Richtige ist, sondern dass eigentlich die Analyse im Vorhinein, die Ansprache der Kunden auch über klassische Maßnahmen ein viel effizienterer Weg noch sein kann, als wirklich auch nur Tools einzuführen. Ja, vielen Dank dafür, dass ich heute die Zeit hier geben durfte, euch ein bisschen vielleicht Einblicke zu schaffen. Ich kann euch anbieten, wenn euch das weiter interessiert, ich schicke euch auch gerne, ich kann euch die Präsentation auch durchschicken und kann euch da weitere Informationen zukommen lassen. Einfach an den Martin wenden. Ich glaube, der wird so nett sein, um da euch auch weitere Sachen, Informationen noch weiterzugeben.